Oh ja, Leute, das tut so gut, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Ich hab's echt vermisst. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der da oben hin und her läuft. Die Steuerung ist in der HD Collection etwas anders. Wenn ich L drücke, kann ich gezielt laufen und er zielt, visiert ihn dann wieder an. Wenn ich L nicht halte, dann läuft er auch gar nicht. Vorher ging das ohne L zu halten. Der ist jetzt betäubt. Hier unten müsste auch noch einen durch die Gegend schlendern, da unten. Natürlich wollen wir hier wieder keine Aufmerksamkeit erregen. Komm damit. Erstmal schütteln, hat er was? Eine Ration. Nice. Too sweet, you. Ja, komm, jetzt stell dich nicht so an. Rein da. Ist ganz bequem. Ich finde, Hideo Kojima hat hier einen richtigen Fortschritt vom ersten zum zweiten Teil erzielt. In den Spind. Ich verdiene hier wegen den lächerlichsten Dingen eine Trophäe. Da ist zu. Was machen wir also? Wir gehen dahin, wo es offen ist. Meiner Erinnerung nach müsst ihr jetzt hier einen MP3-Player hören. Aha, ich habe ihn gesehen. Gleich hinterher. Freeze. Aber nur einer. Ich hab zwei in Erinnerung gehabt. Was, Daniel? Irgendwas. So, meine Damen und Herren, wer möchte ein Weizen? Ich schenke aus. Jetzt muss ich aber mal, oh, was ausprobieren. Nee, das geht nicht. Das geht dann wahrscheinlich oben. Ich habe mal ein paar Videos über Glitches gesehen. Die waren ganz witzig. Eine Ration. Mal sehen, wo es hier lang geht. Oh, ich weiß, wo es hier lang geht. Zum den Umkleidekabinen. Da läuft er. Hallo. Ganz schön dunkel, aber machen wir doch Ocelot eine Ocelot, sag ich schon. Machen wir doch Otacon eine Freude. Good. Good. Oh yeah. Good. Vielen Dank. Are you going to shoot me?
Bei solchen Leuten geht das halt nur, wenn man Munition hat. Dann schießt man sie einmal an und dann kommen sie zur Vernunft. Du Trottel. Aber ich habe keine Munition. Rein da. Jetzt nicht schon mal einen Bartwuchs bekommen. Okay, dann schauen wir mal, wir müssen uns jetzt nach oben hindurchkämpfen zu Olga Grokovic. Eigentlich. Wow! Wo kommt der her? Eigentlich sollte ich ja nichts verraten. Was zum Teufel? Wir haben nur noch zwei Sets. Hey. Ja, vorher war der nicht da. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 7 Dogtags. Und da unten pennt einer. Freeze. Mo. If you're going to shoot. Ach, halt die Schnauze. Gut, hier sind wir soweit. Wobei, sollen wir jetzt schon nach unten gehen? Eigentlich bringt es nichts, nach unten zu gehen. Wir gehen erst hoch. Wir ersparen uns damit ein bisschen Zeit, wenn ich schon mal die richtige Richtung einschlage. Den Typen kennen wir ja. Freeze! Don't kill me! Der hat nichts mehr. Dann ab nach oben. Hier wird's interessant. Das war eine Herausforderung. Wer platziert denn so eine Überwachungskamera, die absolut gar nichts aufnimmt, außer die Wand? Eine Russian? Oder ein Russian? Russia. Okay, hier kennen wir uns auch aus. Ja, ich hab's ja langsam kapiert. Kommt mir bekannt vor. Kommt euch das auch bekannt vor? Thank you.
Na komm schon. Du willst es doch auch. Oh, ich mag die gar nicht. Die Leute, die sich unbedingt erschießen lassen wollen. Ja, komm, sag, was du zu sagen hast. Snake, wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess, Semtex. Exactly, plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. What's that? Ja, wenn man ein bisschen in Sichtweite kommt, dann wohl denken sie, wir haben was gesehen. Freeze! No! If you're going to shoot! Oh. Den verstecken wir jetzt mal, den Hübschen. Da, wo er hingehört. Wenn ich wiederkomme, möchte ich was zu essen. Der gute Trick funktioniert natürlich immer noch. Freeze! Don't kill me! Natürlich können wir jetzt hier sehen mit dem Feuerlöscher. Wo die Laser sind. Wir können also die übliche Methode benutzen und einfach drunter kriechen. Und wir können die Laser auch ausschalten, wenn wir später scharfe Munition haben. Ja.
Did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Да, вам не с Горлукович. Шада. Ах ты, флафон, да. Get USP first. Das ist die Waffe mit scharfer Munition. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry. This is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now! Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. Said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion! Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Also dazu muss ich wohl sagen, ihre Achseln. Thank you.
been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. Ja, wie ihr seht, haben die Leute einen Ausdauerbalken. Die Bosse. Ist gut. Ist wirklich gut. Whoever you are, you're not stopping us. Whoever you are. Ich kann jetzt Sprungrollen machen. Whoever you are. Ich bin Speed. Ich habe jetzt schon mal das Ding kaputt gemacht, damit ich mich gleich nicht damit blenden kann. Mein Leben lädt sich auf. Wenn es orange ist, habe ich Blut drin. Wenn ich mich so hinsetze, lesen sich die Blutungen irgendwann auf. Nee, komm. Das machen wir so nicht. Whoever you are. So wird es dann auch nichts. Ein Schuss noch. Ein Treffer noch. Danke. Schön, dass sie mir so entgegenkommt. Oh, sie schießt schneller als ich. Das muss ich zugeben. Ich dann wieder take this. Sie weiß nicht, wo ich bin. Oh, damit hat sie mich erwischt. Sie denkt, ich bin dort. Alter! Das war ein Wettziehen. Ein Duell im Wilden Westen. Oder im Wilden Norden des Boots. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses.
They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out, then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah. It just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you.